Das Fließheck-Coupé Maserati Ghibli SS wurde 1966 auf dem Turiner Automobilsalon dem Publikum vorgestellt. Mit seiner geschmeidig fließenden und eher langgezogenen Form wurde der Ghibli zum Publikumsliebling. Giorgetto Giugiaro von Ghia war mit dem Design dieses Sportwagens, der alle Eigenschaften eines Supersportwagens und eines Straßensportlers vereinen sollte, beauftragt worden. Das hier gezeigte Modell Ghibli 5000 SS wurde 1969 gebaut. Unter der langen Motorhaube arbeitet ein kraftvoller 335 PS starker V8-Motor mit 4,9 Litern. Eine Besonderheit am Motor ist die Trockensumpfschmierung. Das durchlaufende Öl wird aus der Ölwanne abgefördert und wieder in den Behälter zurückgeführt. Als Vorteil dieser Trockensumpfschmierung gilt die niedrige Bauhöhe des Motors, da die große Ölwanne eines normalen Motors entfällt. Damit ist die fließende, flache Form der Karosserie möglich. Auch die Gewichtsverteilung des Fahrzeugs kann ausgewogener konstruiert werden. Der Aufbau des Maserati Ghibli mit Frontmotor, Heckantrieb und starrer Hinterachse war nicht außergewöhnlich, aber durchaus zweckmäßig. Er erreicht laut Hersteller eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 285 km pro Stunde. Im Innenraum ist der zweisitzige Ghibli ausreichend geräumig und dank der Beinfreiheit auch für größere Fahrer bequem. Schalensitze aus Leder sorgen für entsprechenden Komfort. Selbst lange Strecken werden so zu einem Genuss. Der Maserati Ghibli SS ist eine Ikone der Designsprache der 70er Jahre und heute als Supersportwagen ein sehr begehrter Oldtimer.